Recht herzlich willkommen zur 106. Folge von City Skylines. Ja, wir sind wieder im Spiel und wollen hier den Müll verschieben. Da sind schon wieder Stellen, die funktionieren. Die können wir hier schon mal freigeben. Die brauchen wir nicht verschieben. Die können einfach so freigegeben werden. Und diese hier, die muss dann wohl, wenn da kein Platz mehr ist, wieder leer werden. Da oben, die ist gerade, glaube ich, auch angegangen. Da ist auch noch eine, die muss auch gemacht werden. Hier unten waren dann welche, die wir verschieben wollten. Oh, guck, da ist noch einer zugekommen. Jetzt sind es schon drei. Da brennt's. Feuerwehr vor Ort. Ja, gut, alles klar. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir die verschieben, ne? Wohin? Wohin? Hier oben haben wir schon was gemacht. Hier könnte noch einer auf der Straßenseite hin. Also machen wir das doch mal, oder? Ja, die Auffahrt ist da. Da wird sich nie was dran ändern. Lassen wir mal so. Und der kann dann auch wieder laufen. Die sind noch relativ frisch, ne? Hier ist nicht braun, die Erde drumherum. Und die wollen wir auch verschieben. Da müssten wir jetzt mal gucken, wo wir die hinsetzen, ne? Verschieben wir auch nach hier hin und ich glaube, die verschieben wir dahin. Nee. Die sind aber so anders da angelegt. Super, dann geht das da nicht. Dann geht da einer hin, oder? Das machen wir. Der kann laufen. Einen haben wir noch, aber nee, den machen wir jetzt mal gerade nicht. Da müssen wir also mal gucken, wo wir den hinsetzen, ne? Der ging nicht, das hat man schon rausgefunden. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal eine Straße bauen, um das hinzukriegen. So, da. Und dann müssen wir hoch. Jetzt bin ich wieder runtergegangen anstatt hoch. Da hoch und dann runter. Und jetzt blau da. Und dann anwenden. Fertig. So. Jetzt können wir den da wegholen. Straßen aus. Den an, den verschieben. Und dahin. Und dann eröffnen. Passt. Läuft. Gut. Okay. Da ist noch der Stromanschluss. Was machen wir damit? Gute Frage, ne? Rein theoretisch könnte der weg, weil wenn wir hier erweitern, erweitern wir diese Seite. Also abreißen. Weg damit, gut ist. Okay, das läuft dann wieder. Und hier hatten wir letztes Mal dann die Stromleitung darüber gebaut. Und wie sieht's denn hier so mit Strom zurzeit aus? Okay, da bildet sich auch was, aber die bauen gerade auf. Okay, das heißt, es gibt noch keinen Strom da gleich. Ist dann die Frage, wenn da noch zwischen einer kommt, dann geht's wahrscheinlich, ne? Okay, und die werden jetzt moppeln, dass sie keinen Strom haben. Was sind denn das für Gebiete, die da jetzt? Ah, die blauen sind das erstmal, ne? Diese Bürogebäude wollen da gar nicht gebaut. Doch, da sind auch welche, ne? Oder? Ja, doch, die wollen gebaut werden. Aber wie gesagt, die meckern jetzt, dass sie keinen Strom haben. Dann, oh, ein Donner. Dann würde das, da drüben wird auch gebaut, ja. Warte nochmal, das ist auch, nee, es ist kein hellblaues. Ja, nützt nix, ne, dann
würde ich sagen, müssen wir jetzt handeln, indem wir hier noch da erst einen Strommasten setzen. Anders geht's halt nicht, ne? Irgendwann wird da auch zugebaut werden, dann geht das. Ja. Wächst und gedeiht. Ja. Und die wollen auch noch mehr haben. Wohngebiet soll auch noch kommen im Endeffekt. Oh, hier fehlt es auch an Strom. Wir können, ach so, das ist zu wenig. Das ist das Problem. Okay. Das würde bedeuten, wir müssten da irgendwie einen Anschluss hinkriegen, ne? Die sind zu wenig. Hier ist es wohl nicht wichtig mit Strom und da hinten ist der Strom vom Staudamm, der dann darüber geht. Das würde bedeuten, wir müssen nur bis hierhin anschließen. Dann von da nach dort würde hier funktionieren, aber nicht wirklich dahin. Gut, das bedeutet erstmal dahin, dann dahin und dann dahin und läuft. So, jetzt sollten die da keine Stromprobleme mehr haben. Gut. Alles prima. Ja. Was dann? Hier sind schon die Leuchtreklamen zugange. Go nuts, donut. Keine Ahnung. Wie geht's weiter? Kommerz ist immer noch verlangt. Wir könnten also auch noch da weiter was machen. Da. Na komm, dann können wir auch gerade mal hier noch zu Ende machen. Hier müsste noch die Straße vielleicht noch da weitergelegt werden mal. Die Frage, was ist das hier für eine? Sechsspurig mit Grünstreifen am Rand. Sechsspurig mit Grünstreifen am Rand wäre die. Irgendwo ist unsere Landesgrenze. Machen wir einfach so und ist gut. Und dann können wir den Bereich noch blau machen, ja. Ja komm, zack, zack, fertig. Sind genug Flächen da eigentlich, oder? Das ist nur die Frage, wie wir hier hinkommen. Wenn wir darüber machen. Daneben wäre schon wieder mit Kreuzung und zu viel Verkehr und so blöd, ne? Machen wir so und fertig. Die können da alle machen. Und hier müssen wir gucken, dass wir da einmal dieses hier ändern. Dann kann man da notfalls rein machen, eine Straße. Ist aber erstmal nicht so entscheidend, oder? Und ja, wenn wir schon dabei sind, machen wir es auf der anderen Seite auch. Dann kann man da auch reinfahren. Hier müssen wir dann mal gucken, wie wir es da gestalten, ne? Sind so Butz auch hier welche hingekommen? Ah, guck mal, hier hinten sind auch Bürohäuser. Ja, drei Stück oder zwei. Gut gebildete wollen sie haben, hochgebildete und gebildete auch. Da ist aber ein bisschen Defizit. Naja, im Normalbetrieb halt, ne? Kriegen wir schon hin. Was macht denn der Strom jetzt? Der ist noch nicht zusammengewachsen. Ja, da wächst es auch.
So, dann gucken wir hier mal rüber. Was haben die für ein Problem? Zu wenig Arbeiter. Ja, wir brauchen mehr Wohnfläche. Ja, und wie sieht's mit den Rohstoffen hier jetzt aus? Die sind dann bald leer gepumpt wahrscheinlich, ne? Sieht ganz danach aus. Ja. Muss man schauen. Die hier, die sind schon ganz weiß. Ja. Okay. Da haben wir noch ein Haus zum Abreißen. Machen wir mal gerade weg hier. Ah, da hinten ist der Friedhof voll. Den müssen wir gleich auch noch in Angriff nehmen. Sieht jetzt nicht so aus, als ob ich hier noch mehr abreißen muss. Läuft gerade relativ gut, ne? Okay, gucken wir hier weiter. Blitz. Donner. Ja, sehe nichts zum Abreißen. Hier läuft es richtig gut. Da oben, da können wir was freigeben. Da auch. Ich glaube, das sind aber Friedhöfe, kein Müll mehr, ne? Oder? Müssen wir genau hinschauen. Gut, Abriss war jetzt nichts. Was ist das denn? Ach, ist doch eine Mülldeponie. Okay, dann verschieben wir die natürlich. Hierhin. Ja, Die klingt dann wieder so ein, was uns gar nichts bringt. Das heißt, erstmal wieder Straßen bauen. Da können wir mal die nehmen. Dahin. Ja, lassen wir erstmal so. Dann holen wir die Mülldeponie hier hin. Bewegen wir dahin. Ja, da ist dann da oben die auch schief gelaufen in dem Sinne, ne? Warte mal, ich glaube, die öffnet nach da, dann machen wir die nach da. Und jetzt haben wir dann erst wieder eine Markierung. Okay, da ist noch ein, dann lassen wir es erstmal bis da. Dann schauen wir da weiter. So, wir hatten noch zwei Sachen. Ich glaube, das war hier ein Friedhof beim... sind wir denn jetzt hier? Hier ist irgendwo der Friedhof. Nee, Quack. Da ist der. Der muss entleert werden. Und hier oben war da auch noch einer. Wo war der jetzt? Gute Frage, ne? Sehe ich jetzt nicht. Hä, wo ist denn der? Das war doch hier, oder? Der wird geleert. Nee, sieht nicht so aus, dass das da war. Da ist es. Können wir verschieben, die Mülldeponie? Das war eine Mülldeponie. Geöffnet. Und da war jetzt noch eine, aber die läuft noch, ne? Ah, hier ist auch noch was. Auch eine Mülldeponie. Auch weg.
Und da war noch eine, oder? Hier ist irgendwo noch eine gewesen. Jetzt habe ich sie aus den Augen verloren, ne? Hier war das. Da ist sie. Auch eine Mülldeponie. Kommt da auch rüber. So. Die machen wir noch da. Öffnen, fertig. So, sollten wir haben, oder? Da ist ein Friedhof. Sonst ist da nichts. Ich hoffe, ich sehe jetzt alle. Bin mir aber nicht sicher. Hier ist keine mehr. Da ist noch eine. Die kann dann auch darüber. Machen wir dahin. Kann auch laufen. So. Da ist auch wieder was. Da ist aber ein Friedhof. Der kann da aber bleiben und den kann man nur wieder laufen lassen. So, haben wir noch was? Da ist noch was, aber auch ein Friedhof. Kann auch laufen. Hier oben. Der läuft noch, der ist da links. Hier haben wir sie alle weggetan. Hier ist noch ein Friedhof, aber keine Deponie mehr. Hier sind nur drei Friedhöfe. Hier war noch was, aber das ist auch schon weggeräumt, ne? Oder war das hier? Ne, das war hier. Haben wir schon alles weg. Da brennt's. Feuerwehr vor Ort. Ne, hier ist irgendwie Feuerwache wohl schlecht. Obwohl alles grün ist, ne? Komisch. Oder fing es erst gerade an zu brennen? Das kann natürlich auch sein, ne? Wann kommen die denn? Ich glaube, das Haus ist gleich abgebrannt. Ne, das war ein Würstchenwagen, ne? Genau. Gebäude brennt. Aber es kommt keine Feuerwache, die wird doch um die Ecke hier, oder? Wieso rücken die nicht aus? Es ist schon Schutt und Asche. Hat schon geklappt. Naja, okay. Wunderbar, ne? Ja, okay. Dann würde ich sagen, da ist sowas auch passiert. Auch abgebrannt. Feuerwehrleute streiken oder was? Ich weiß es nicht. So, wenn ich jetzt rüber gucke, sehe ich jetzt nichts mehr, wo ich sagen würde, da müssen wir aktiv werden. Doch, da können wir noch aktiv werden. Der muss leergeräumt werden. Und da hinten ist zum Glück ein Friedhof, der muss auch gemacht werden. So. Hier in der Übersicht ist nichts. Da können wir was abreißen. Und hier unten fehlt Wasser. Okay, das können wir gerade noch machen. Gut, passt. Die kriegen Wasser. Und hier sind auch welche wieder zum Räumung beendet. Kann losgehen wieder. Die müssen geräumt werden. Und der auch. Aber das ist ja schon richtig angelegt. Der müsste noch wieder woanders hin, ne? So. Und da hatten wir vor, dann noch eine Straße durchzuziehen. Müssen wir dann gucken, ne? Aber dafür müssen wir mehr Platz haben. Okay. Gut. Soweit sind wir fit. Dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge reichen. Nächstes Mal sollten wir vielleicht mal nach dem Busverkehr gucken. Wie der so läuft, wo der so hinfährt. Hier unten fehlt es ja ganz mit Busverkehr. Dann werden wir dann anschließen. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.